Beate Zschäpe, die letzte Überlebende des Nazi-Trios. Sie sagt selber über sich, dass sie sehr aggressiv sei. Sie sei eine Bestie, sagt sie. Private Einblicke in Leben und Motive der NSU-Terroristen. Niemand sollte sich mehr sicher fühlen. Es gibt einen, zwar anonymen, aber es gibt einen Jäger. Der NSU und seine Sympathisanten. Das ist eine verschworene Gemeinschaft, die sich natürlich gegenseitig dann auch wieder aufspaltet und verfolgt. Auch das gibt es. Aber zugleich ist es eine sehr autoritäre, hohe Innenbindung. Zum Teil sexuell getönt in den verschiedenen Freundschaften und Bettgenossenschaften. Fahndungsvideos des Bundeskriminalamts. Nach dem Tod von Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos ist Beate Zschäpe nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die letzte Überlebende des sogenannten NSU-Trios. Heute steht sie wegen Mittäterschaft vor Gericht. Angeklagt ist sie, weil sie unter anderem die Wohnung des NSU in Brand gesteckt und damit Beweise vernichtet haben soll. Doch die Ermittler machen in den Trümmern eine überraschende Entdeckung. Sie finden Reste einer Überwachungsanlage. Die angekokelte Eingangstür. Hier war eine Kamera versteckt, zur Absicherung des Eingangsbereichs. In den Blumentöpfen auf der Fensterbank ebenfalls Videotechnik, die den Außenbereich des Mietshauses erfasste. Insgesamt waren 4 Kameras installiert. Experten des BKA gelang es, das Videomaterial aus dem Brandschutz zu rekonstruieren. Die meisten der Aufnahmen sind bis heute unveröffentlicht. Sie zeigen die Rechtsextremisten in sehr privaten Situationen. Wie hier Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos im September 2010, ein Jahr vor ihrem Tod. Sie sammeln Nüsse. Unbeschwerte große Jungs, so könnte man meinen. Eine Fassade, die über Jahre gepflegt wird. Und Ordnung muss sein in der Terror-WG. Schuhe aus beim Betreten der Wohnung. Die Videos dokumentieren auch, wer die WG besucht. Ein wichtiger Kontakt, Matthias D. 10 Jahre lang mietet er Wohnungen für das Trio an. Herzlich begrüßt von Beate Zschäpe. Der freundliche Helfer war selbst aktiv in einer Neonazi-Bruderschaft. Im NSU-Verfahren bestreitet er, von den Terrortaten gewusst zu haben. Der Besucher Matthias D. hatte wohl vergessen, die Schuhe vor der Wohnungstür auszuziehen. Sofort waren die peniblen Rechtsterroristen mit Reinigungsgerät zur Stelle. Beim NSU herrschen schließlich Sauberkeit und Ordnung. Zu den gern gesehenen Gästen gehört auch Familie E. An diesem Tag kommt Susanne E. mit ihren Kindern, kurz bevor das Trio auffliegt. Gemeinsam mit ihrem Mann André gilt sie als engste Vertraute. Er war aktiv in der sogenannten Weißen Bruderschaft. Als NSU-Unterstützer beschaffte er mutmaßlich Tatfahrzeuge, eine Wohnung und Dokumente. Die Home-Videos zeigen Beate Zschäpe in der Rolle als fürsorgliche Hausfrau. Das andere Gesicht der Beate Zschäpe. Offensichtlich hält sie das Trio zusammen. Psychologen geben ihr gar eine Schlüsselposition. Die Beziehung der drei zueinander ist ja politisch begründet, aber auch durch eine Liebesbeziehung, durch wechselnde Liebesbeziehungen und Allianzen. Man könnte das in Verbindung bringen mit einer Ménage à trois. Das heißt, so eine Liebesbeziehung mit wechselnden Bezügen. Und das ist sehr energievoll, sehr bereichernd und bindet auch sehr. In dieser Beziehungskonstellation hat Frau Zschäpe eine maßgebliche Bedeutung.
Das heißt, man könnte daraus schlussfolgern, eine solche Beziehung über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten, sodass sie auch in Anführungsstrichen terroristisch produktiv ist und bleibt. Die Wirkung nach außen. Es scheint eine ganz normale Wohngemeinschaft dreier junger Leute. Beate Zschäpe kümmert sich um Wäsche und Haushalt. Hier lebt sie die Rolle einer aufmerksamen Freundin und Mutter. Sie liefert den Schein von Normalität. Für Extremismusforscher ist sie das Rückgrat der Gruppe. In der Tat, Frau Zschäpe war da wohl sehr maßgeblich in der Normalisierung der sozialen Kontrolle, also in der Strategie, Auffälligkeiten zu verhindern. Und das verhindert man dadurch, indem man auch mit Nachbarn ganz normal redet oder mit ihnen Kaffee trinkt und den Anschein der Normalität erzeugt. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Stabilität dieser Gruppe über einen langen Zeitraum hin, also ein Beitrag auch zur nachhaltigen Existenz dieser Gruppe. Doch welche Rolle Zschäpe wirklich einnimmt, das versucht derzeit das Münchner Oberlandesgericht zu ermitteln. Hier ist sie wegen Mittäterschaft in 10 Mordfällen und Gründung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Zu den Vorwürfen schweigt sie. Bis heute. Und so wird die Ermittlung zur aufwendigen Kleinarbeit. Zu den wichtigsten Dokumenten zählen Briefe, mit denen Zschäpe aus dem Gefängnis heraus Kontakt nach außen hält. Über dutzende Seiten malt und schreibt sie über Gefühle, Sehnsüchte, ihre Kindheit. Für Opferanwälte wertvolle Belege, um die Motivation Zschäpes zu erhellen. Der Sozialpsychologe Ulrich Sollmann ist einer der bekanntesten deutschen Kommunikationsexperten. Er hat die handgeschriebenen Briefe ausgewertet. Die Schriftstücke erlauben dem Psychologen einen Einblick in ihr Seelenleben. Frau Zschäpe beschreibt sich selber in ganz unterschiedlichen emotionalen Zuständen. Das heißt, sie kann ganz liebevoll sein, sie kann sensibel sein, sie kann zuvorkommend sein, sie kann dem anderen zuhören, sie weiß, was eine Hinwendung bedeutet. Das andere ist, dass sie weiß, dass sie fast bestialisch sein kann, dass sie fürchterlich aggressiv sein kann. In dem Brief warnt sie auch ihren Gegenüber. Unter anderen Umständen müsstest du aufpassen vor mir. Adressat des Briefes ist Robin S. Aufnahmen des Neonazis vom September 2005 bei einem Dortmunder Aufmarsch. S. gilt als Anhänger des Terrornetzwerks Combat 18. 2007 verübt er einen bewaffneten Raubüberfall, schießt einen tunesischen Staatsbürger nieder und wird zu 8 Jahren Haft verurteilt. Ein Mann offenbar nach Zschäpes Geschmack. Frau Zschäpe schreibt in einer Form, dass sie ihn gewissermaßen anmacht. Das heißt, sie hält ihm ein Zuckerstückchen hin. Er darf mal dran lecken. Aber dann durch ihre Selbstironie nimmt sie das wieder zurück und lässt ihn quasi am ausgestreckten Arm zappeln. Das heißt, durch diese Form der Beziehungsgestaltung manipuliert sie ihn, aber nicht so, dass sie ihn vergrätzt vor den Kopf stößt, sondern sie lockt ihn immer wieder, hält ihn sich aber vom Leib. Und das, denke ich, ist ein sehr typisches Verhaltensmuster von ihr oder Kommunikationsmuster von ihr, was auch dazu führt, dass sie im Kontakt mit diesen Menschen bleiben kann und attraktiv wird für diese Menschen. Auch der Norweger Anders Breivik fühlt sich von Beate Zschäpe angezogen, schreibt ihr einen Brief. Seinen rechtsextremen Terrorattacken fallen 77 Menschen zum Opfer. Für ihn ein Verteidigungsakt gegen den Islam. Beate Zschäpe bezeichnet er in seinem Schreiben als Schwester im Geiste, hält sich und Zschäpe für Märtyrer einer konservativen Revolution. Seine Offerte bleibt wohl unbeantwortet. Es sind rassistische Massenmörder, die sich für Zschäpe interessieren. Jena. Hier wird Beate Zschäpe 1975 geboren. Beates Mutter gibt sie als Baby zu den Großeltern, um ihren begehrten Studienplatz in Rumänien nicht zu verlieren. In der Zeugenvernehmung durch das Bundeskriminalamt schildert Zschäpes Mutter, Beates Vater sei Rumäne gewesen, der nichts von seinem Kind habe wissen wollen.
Der Streetworker Thomas Grund. In seinem Jugendclub in Jena-Winzerla war Beate Zschäpe oft zu Gast. Ein verunsicherter Teenager. Wichtigste Bezugsperson? Die Großmutter. Ich meine, wer als Jugendlicher erzählt gerne von seiner Oma? Ja, in der Jugendgruppe. Interessiert auch eigentlich keinen. Aber ich weiß zumindest, dass es Gesprächsthema war und dass ich also auch erfahren habe, dass sie niemanden in der Familie hat, außer ihrer Oma, weil die Mutter halt wieder mal weg ist irgendwo. Im sogenannten Winzerclub von Jena sucht sie Halt, Orientierung, Selbstbestätigung. Von der Mutter bekommt sie das wohl nicht. Thomas Grund zeigt uns Videoaufnahmen. Sie zeigen Beate Zschäpe mit 14. Ein hübsches Mädchen, um das die Jungs des Stadtteils buhlen. 1991 lernt Beate Zschäpe den stadtbekannten Neonazi Uwe Mundlos kennen und verliebt sich. Auch er ein Stammgast im Jugendclub von Thomas Grund. Sie wusste, das war mein Eindruck, wie sie auf Jungs wirkt. Und mein Eindruck war auch, dass sie noch so unsicher war, na, welcher gefällt mir denn nun eigentlich da besser als der andere. Also sie war auf der Suche, denke ich, und hatte mit Politik überhaupt nichts am Hut, gar nichts. Das hat sich mit Sicherheit verändert. Also es bleibt doch gar nicht aus, wenn man sich in jemanden verliebt, der ein typisches rechtes Denken hat und auch vertritt und das auch öffentlich vertritt. Bleibt es nicht aus, dass man sich damit auseinandersetzt. Das Universitätsklinikum in Göttingen. Hier arbeitet einer der bekanntesten Neurobiologen Deutschlands. Aus Sicht des Hirnforschers gibt es Gründe für die Radikalisierung. Man kann ja nicht ewig bei seiner Großmutter bleiben. Und deshalb muss man auch draußen dann versuchen, jemanden zu finden, mit dem man in so eine enge Bindung gehen kann. Und das passiert dann häufig über Ideologien. Also indem man sich welche sucht, die ähnliche, die bestimmte Vorstellungen haben, die dann dazu führen, dass man andere als Feinde betrachtet. Und das hilft dann, dass man richtig schön eng zusammenrückt. Das passiert in allen Gemeinschaften, die dadurch zusammengehalten werden, dass ein äußerer Feind aufgebaut wird. Und der war dann eben in diesem Fall bei Frau Zschäpe. Waren das die Migranten, die Ausländer, wie sie das genannt hat. Die Ideologie wird Beate Zschäpes neues Zuhause. Gemeinsame Feindbilder schaffen Geborgenheit in der neuen Gemeinschaft. Wenn man in solche Gemeinschaften reingeht und das erlebt, kriegt man, wenn ich es ein bisschen übertreibe, ein Glücksgefühl nach dem anderen. Immer dann, wenn man gemeinsam wieder mal einen dritten, der nicht zu der Gruppe gehört und den man als Feind betrachtet, ausgeschlossen hat oder misshandelt hat oder verletzt hat. Und das kann zu einer Entwicklung führen, wo man am Ende die anderen, diese Fremden oder diese Feinde, wirklich nur noch als Objekte betrachtet. Da ist dann das gar keine Person mehr, sondern das ist wie ein Gegenstand. Für Beate Zschäpe der Beginn einer politischen Einbahnstraße. Über Uwe Mundlos lernt sie die Neonazi-Organisation Thüringer Heimatschutz kennen und wird Teil der Kameradschaft. In der Neonazi-Gruppe verbringt Zschäpe nun ihre Freizeit. Neue Freundschaften entstehen. Unter den neuen Bekannten ist auch Uwe Bönhardt. Die beiden werden ein Paar. Wie Beate Zschäpe ist auch Uwe Bönhardt ein Teenager, der nie in der Gesellschaft so richtig Fuß fassen konnte. Früh kommt er in ein Kinderheim, aus dem er schnell wieder rausfliegt. Es folgen Straftaten wie Körperverletzungen, Raub, Volksverhetzung und schwerer Diebstahl. Die Folge? Jugend, Knast und Gefängnis. Auch für Bönhardt wird die Neonazi-Szene eine Art Zuhause. Das ist die klassische Entwicklung. Es beginnt mit meistens sogar wirklich in Kindheit oder frühe Kindheit zurückreichende, zunächst noch minderschwere Auffälligkeiten, Probleme in der Schule. Also es ist ein zunehmend sich verabschieden von gängigen Angeboten, die die Gesellschaft macht, an Bildung, an Ausbildung, an Beruf, an, im Endeffekt ja an Selbstwert. Ja, das, wie wir unseren Selbstwert generieren können.
diese Angebote können nicht angenommen werden oder wollen, man will sie nicht annehmen. Und dann stellt sich die Frage nach Alternativen. Ein Sportplatz in Südthüringen. Der Mann mit der Sturmhaube gehörte zur Führung der Neonazi-Gruppe Thüringer Heimatschutz. Er will unerkannt bleiben. Mit Uwe Bönhardt sitzt er 1993 in Haft. Es entsteht eine enge Freundschaft. An Beate Zschäpe, die er von Nazi-Partys kennt, kann er sich gut erinnern. Selbstbewusst, Kameradin auf Augenhöhe, auf jeden Fall. Die ist niemandem hinterhergedackelt. Die hat auch gern mal ein Bierchen mitgetrunken. Das hat sie auf jeden Fall gemacht. Freilich. Das ist schon so ein richtiger Kumpeltyp. Ja, da kamen auch mal irgendwelche derben Witze rüber. Das denkt man gar nicht, dass das aus einem Frauenmund kommt. Beate Zschäpe. Keine typische Mitläuferin. Sondern eine junge Frau, die wusste, was sie wollte. Besonders, wenn es um die Jungs der Kameradschaft ging. Ja, ich kann mich auch an einen Vorfall erinnern. Da wurde schnell mal die Hand auf den Oberschenkel abgelegt. Und sie kam auch ran und hat einem auch mal einen Knutscher gegeben. So jetzt, sag ich mal, in ihrer Feierlaune. Also, die war kein Kind von Traurigkeit, nee. Frau Zschäpe war akzeptiert von den starken Kerlen, sag ich mal. Was da heißt, sie wurde als ihresgleichen empfunden. Frau Zschäpe hat das natürlich auch gesucht und brauchte das wie eine Selbstbestätigung und einen Selbstbeweis. Also nicht nur eine Bestätigung, ich bin gut, ich kann das, ich kriege die Kerle, sondern auch in ihrem Inneren so etwas wie ja, ein größeres Selbstwertgefühl zu haben oder ein Gefühl, ich bin bedeutungsvoll. Rechtsextreme Gruppen wie der Thüringer Heimatschutz sind für ihre Mitglieder mehr als nur politische Heimat. Hier entstehen Freundschaften und Beziehungen. Rassismus wird zum Way of Life. Wintersonnenwenden, Sommersonnenwenden, Wikingerfeste, Fußballturniere, Paintball, Ausflüge zu irgendwelchen Burgen, alles halt. Mal zusammen baden gefahren, Lagerfeuer gemacht, sowas. Alles, was jetzt der Jugend von uns hier nicht geboten worden ist, als Freizeitaktivitäten. Und das haben wir halt gemacht, weil von dem Starter kam ja nichts. Also, ich wusste gar nichts von ihrer Familie. Da habe ich null gewusst. Ja, und wenn ich mir das jetzt so durch den Kopf gehen lasse, war das auch ein Familienersatz für sie. Der Thüringer Heimatschutz. Privat. Die Neonazi-Gruppe organisierte Feiern. Hier eine Faschingsparty Anfang 2000 im sogenannten Braunen Haus in Jena. Frivole Stimmung unter den Rassefanatikern. Mit dabei der mutmaßliche NSU-Waffenbeschaffer Ralf W. Die Gewalt, die Gewaltlust, die Sexuallust und das Besäufnis. Es fusioniert. Wir haben eine Gewalt- und Identifizierungsfusion in diesen Gruppen. Nach innen sind sie Buddies, sind sie Brüder, schweigende Brüder, wenn es drauf ankommt. Und nach außen ist es die feindliche Welt, die man beschießt, bekämpft, zerstört. Eine Kreuzverbrennung mit Uwe Bönhardt 1996. Schon früh orientiert sich der Thüringer Heimatschutz auch an der rassistischen Terrororganisation Ku Klux Klan. Schon damals dabei spätere Unterstützer des NSU. In der Bildmitte Holger G., der Dokumente und Papiere besorgt haben soll. Ganz links Ralf W. Er wird angeklagt, die Waffe beschafft zu haben, mit der der NSU tötete. Die Thüringer Szene um Bönhardt radikalisiert sich rasant. Wenn man anfängt, beim abweichenden Verhalten des Ladendiebstahls eines 13-Jährigen, endet beim Serienmord der NSU-Täter. Das ist schon eine sehr radikale Dynamik in der Tat. Das hat wohl Wurzeln auch in der Gruppendynamik. Sie haben es als Gruppe begangen und nicht als Einzeltäter. Ein Einzelner könnte das vermutlich nicht, es sei denn, er wäre extrem psychisch gestört. Diese Fälle wird es geben, aber ansonsten, für andere gilt, das ist wohl nur in der Gruppe möglich.
Für den NSU bedeutet das eine bis heute einzigartige Verbrechensserie. Die rechte Terrororganisation verübt 14 Raubüberfälle, 10 Morde und 3 Sprengstoffanschläge. Ob Beate Zschäpe Mittäterin ist, muss das Gericht klären. Der Thüringer Heimatschutz. Früh sind ostdeutsche Neonazis Teil einer rechten Gegengesellschaft in ganz Deutschland. Mit anderen Neonazis fährt Uwe Mundlos 1995 in den Westen, hält Kontakte zu westdeutschen Nazi-Organisationen. Gemeinsame Auftritte festigen dem NSU ein Netzwerk. Das Ziel ist, eine Erlebniswelt für Nazis zu schaffen, die in allen Bereichen, im privaten Bereich, in beruflichen Bereichen, beim Fußball, über Konzerte und über andere Sachen eine Heimat für Leute anbietet. Das war die Szene, aus der raus der NSU entstanden ist, indem man einfach ständig und in allen Bereichen mit dieser Politik, mit diesem Hass auf alles Fremde, mit der Bereitschaft, Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Ziele auszuüben, beschäftigt war und jede Freundschaft, die man hatte, jeden, den man kennengelernt hatte als Kamerad, war auch ein potenzieller Kampfgefährte. 1997. Inzwischen werden tödliche Sprengsätze gebaut. In einer Garage finden Polizisten 5 funktionsfähige Rohrbomben. Die Garage, angemietet von Beate Zschäpe. Die Polizei erwirkt Haftbefehle. Der Sprengstoff stammt mutmaßlich vom Chemnitzer Neonazi Thomas Starke, mit dem Zschäpe knapp ein Jahr liiert war. Beate Zschäpe bevorzugt offensichtlich Männer aus dem aktiven militanten Neonazi-Milieu. Thomas Starke gehörte zu den Strategen des internationalen Terrornetzwerks Blood and Honor. Wenn man sich wirklich Blood and Honor komplett anschaut, dann merkt man, dass das eine Gruppierung ist, die natürlich schon von vornherein auf Terror ausgelegt ist. Man will ja für die weiße Rasse kämpfen und gegen das System. Und das eigentlich ist für mich die Grundlage dessen, was dann der NSU gemacht hat. Personell als auch wirklich mit den Ideen und den Blaupausen für die Straftaten. Und dann gibt es noch die andere Seite des NSU-Netzwerks, die private. Freunde und Nachbarn beschreiben das Trio und sein Umfeld in den Vernehmungen der Polizei als höflich, zuvorkommend und hilfsbereit. Eine perfekte Fassade. Das dokumentieren die rekonstruierten Videoaufnahmen, genauso wie die Gespräche mit Anwohnern in Zwickau. Petros Paschalis. Der Grieche hatte ein Restaurant im selben Haus, in dem die drei lebten. Er ahnte nicht, wer seine Nachbarn waren. Das Verhältnis zwischen Nachbarn war gut. War sehr gut sogar. Sagen wir so, wenn ich nachdenke, ich würde mir solche Nachbarn gerne haben. Weil die waren sehr nett. Sehr nett, sehr ordentlich. Wenn du gehört hast, dass die 8 Leute umgebracht haben oder 9, was die jetzt erzählen, keine Ahnung, kommt kalter Schweiß. Diese seltsame Doppelbürdigkeit kennt man ja auch aus der deutschen Geschichte des Nationalsozialismus, dass es auch da Menschen gab, die eigentlich von dem Naziregime ja an Leib und Leben bedroht wurden, aber es irgendwelche idiosynkratischen Gründe gab, sie zu verschonen, in Anführungsstrichen. Das kann auch ein Triumph sein, zu sagen, ich sitze hier beim Griechen, aber der weiß gar nicht, wenn er mir so freundlich ein Uso kredenzt, dass ich seine Landsleute umbringe. Und auch das ist ein Triumph, auch das ist eine Entwertung, auch das ist eine Verhöhnung des Gegenübers. Die Zeugenvernehmungen im NSU-Komplex zeigen ein nahezu einheitliches Bild. Das Trio? Angepasste und freundliche junge Leute. Das bestätigen auch Urlaubsfreundschaften, die Bönhardt, Mundlos und Zschäpe in Fehmarn an der Ostsee geschlossen haben. Also schon eine sehr merkwürdige Geschichte, dass jemand so kalt schnurzig und kaltblütig sein kann. Die haben hier Urlaub gemacht, selbst die direkten Nachbarn haben überhaupt nichts festgestellt. Die fanden die sogar sympathisch, wie sie selber sagen.
Und auch die persönlichen Interessen Beate Zschäpes sind nicht ungewöhnlich und lassen sich heute an Protokollen der Polizei rekonstruieren. Unter dem Pseudonym Liese surft sie vor allem in der Welt der Boulevardmedien. Wie denkt Bushido über Bewohner von Big Brother? Was läuft bei Frauentausch? Eine scheinbar ganz normale Userin. Von Interesse, aber auch anspruchsvolle Literatur über sexuelle Gewalt und das Überleben der Opfer. Ebenso Natur- und Tierschutz. Greenpeace interessiert genauso wie Peter. Auch das eine Facette der Beate Zschäpe. Auch Erotik ist großgeschrieben. Besonders wenn es um deutsche Darstellerinnen und blonde Sternchen geht. Eine Rechtsextremistin, ganz privat. Aus den Freundschaften der frühen 90er Jahre ist um Bönhardt, Mundlos und Zschäpe ein Beziehungsgeflecht entstanden, das nach der Flucht von Thüringen nach Sachsen bis in die Illegalität reicht. Im neuen Wohnort Chemnitz erwartet das Trio eine der militantesten Skinhead-Kameradschaften. Alte Bekannte. Ein Beleg, Antje P., nach Zeugenaussagen eine Befürworterin des militanten Untergrundes, hier neben Mundlos. Oder Thomas Starke, hier mit Carsten S., einem V-Mann, der die Szene bewaffnet haben soll. Der Skinhead-Musiker namens Manole, in dessen Szeneladen Zschäpe gejobbt haben soll. Es sind diese Kontakte, die jahrelang gepflegt wurden. Bis weit in die Zeit nach dem Abtauchen. Als es Anfang 2000 im Trio kriselt, springt die rechte Szene sofort ein. Einer der Helfer soll Thomas R. gewesen sein, der dies vor Gericht bestreitet. Da gibt es so eine Aussage, dass die sich am Anfang mal gestritten haben und dass sie eine Zeit lang, dass Bönhardt und Zschäpe zusammen waren und Mundlos separat war. Und der hat dann mit Rothe nochmal zusammengelebt. Nee, es ist völlig klar, die drei kamen zu ihren Kameraden nach Chemnitz und diejenigen, die zu dieser Gruppe in Chemnitz gehörten, zu Blood and Honor Chemnitz, die dort politisch verbunden waren, haben ohne zu zögern, ohne auch nur einmal nachzufragen, jede von ihnen gewünschte Unterstützung geleistet. Thomas R., ein Strippenzieher der sächsischen Blood and Honor Szene, ist Herausgeber des Szenemagazins White Supremacy. Zu Deutsch weiße Vorherrschaft. Ein Heft ganz nach dem Geschmack von Mundlos. Hier steuert er Cartoons bei, wie die sogenannten Skinsons. In dem Heft soll Mundlos sogar als Uwe Unwohl oder Uwe Umerzogen publiziert haben. Das vermuten Polizeiermittler. Es ist 98 die erste Ausgabe, 2000 die letzte Ausgabe und im Juni 99 war der erste Anschlag des NSU, dieser sogenannte Taschenbombenanschlag in Nürnberg, wo zum Glück jemand nur verletzt wurde, in Anführungsstrichen, und nicht getötet wurde. Und das heißt, in der Zeit, wo die ihre Terrorstrukturen schon aufgebaut hatten, arbeitet er noch an dem Heft mit, was genau auch diese Ideologie verbreitet. 1999. Inzwischen ist der NSU bereit für tödliche Anschläge. Die Terrorserie beginnt in Nürnberg. In einer Kneipe, die von einem Türken betrieben wurde, wird ein Sprengsatz abgelegt, versteckt in einer Taschenlampe. Ein ausländischer Mitarbeiter, der das Gerät einschalten möchte, wird bei der Detonation schwer verletzt. September 2000 folgt in Nürnberg die erste Hinrichtung. Die Notärzte können nichts mehr tun. Was uns irritiert hat, ist, warum die sich so sicher gefühlt haben. Ich meine, man muss ja immer unterstellen, wenn jemand gesucht wird mit Haftbefehl und untertaucht zunächst und sich der Festnahme entzieht, dass der ein hohes Maß Interesse daran haben muss, dass man ihn nicht findet, dass er nirgends auffällt. Und das ganze Verhalten des Trios ist ja eher das Gegenteilige. Wie groß dieses Milieu ist, kann derzeit nur vermutet werden. Im Bauschutt der Frühlingsstraße finden die Fahnder hochbrisante Dokumente des Trios. Dazu stoßen die Ermittler auf den Personalausweis von Ralf H. aus Chemnitz. Ein stadtbekannter Neonazi, den der Verfassungsschutz wiederholt als V-Mann anwerben wollte.
In den Trümmern bergen die Ermittler weitere Gegenstände, wie dieses Nachtsichtgerät. Pikantes Detail? Ein Nachtsichtgerät dieses Typs wurde vor Jahren in eine Chemnitzer Wohnung bestellt, die ausgerechnet Ralf H. angemietet haben soll. War die Adresse von H. ein frühes NSU-Depot? Im Münchner NSU-Prozess beteuert H. das Trio nicht zu kennen. Opferanwälte haben Zweifel. Das alles ist passiert im Frühjahr 99, unmittelbar vor dem ersten Anschlag des NSU. Deswegen muss man davon ausgehen, dass er dazu beigetragen hat, dass der NSU sich ausrüsten konnte mit den Gegenständen, die sie glaubten, für ihre Morde und Anschläge zu brauchen. Offenbar hatte der NSU ein Netzwerk. Für Experten des Bundestagsuntersuchungsausschusses steht das außer Frage. Als der NSU bereits mordete, besuchte das Trio Gleichgesinnte in ganz Deutschland. Diese Kontakte in die sogenannte Ludwigsburger Szene, wobei den Begriff muss man sich etwas weiter fassen, Region Stuttgart, die sind belegt. Es gibt ja auch Fotos, es gibt Zeugenaussagen von damaligen Szeneangehörigen, die sagen, ja, die waren immer regelmäßig bei uns bis hin ins Jahr 2000, vielleicht sogar 2001. Manchmal haben die uns besucht, manchmal wir die, manchmal allein, manchmal als Trio, eher selten, häufig als größere Gruppe. Das ist alles sehr klar und auch nicht zu widersprechen belegt. Das Nazi-Milieu, in dem sich der NSU bewegte, fiel nicht nur durch gewalttätiges Verhalten auf. Die moralische Grenzenlosigkeit zeigt sich bei Ermittlungen der baden-württembergischen Polizei. Ins Visier geriet Hans-Joachim S., ein wichtiger Kontakt des Trios. Hans-Joachim S. ist Neonazi und Pädophiler. Unseren Recherchen nach missbrauchte er über Jahre seine eigenen Kinder. Dazu hat er regelmäßig seine Frau misshandelt. Und S. ist längst keine Ausnahme. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass auch ein möglicher Waffenlieferant des NSU, eine Kontaktperson, die sich auf der Adressliste findet aus Baden-Württemberg, auch wegen Vergewaltigung von Kindern entsprechend vorverurteilt ist. Und weitere Personen, die für die Waffenlieferungen an den NSU zuständig waren, nach Aussagen mehrerer Zeugen auch einschlägig vorbestraft bzw. auffällig sind. Und auch dieser Mann war ganz eng am Nazi-Trio. Tino Brandt, der sogenannte Kameradschaftsführer von Bönhardt, Mundlos und Schäpe. Er ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen angeklagt. In 66 Fällen habe er sich an Minderjährigen vergangen und Jungen gegen Geld an andere Männer vermittelt. Weggefährten erinnern sich. Der Jüngste war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt gewesen, wo was gewesen sein soll. So, wie gesagt, das ging mir total gegen den Strich. Und da habe ich ihn dann in Heilsberg, da war ein Stammtisch gewesen, da habe ich ihn in ein Nebenzimmer gebeten. So, da habe ich ihn dann zur Rede gestellt. Er hat das abgestritten. Aber ich hatte nun die Dinger schwarz auf weiß. Wieso sollten die Leute lügen? Und dann habe ich ihm halt eine durchgeladen. Und dann hat er geblutet. Dann habe ich gesagt, pass auf, du wischst dir das Blut aus dem Gesicht und setzt dich wieder mit an den Tisch. Wir tun erstmal so, als wenn nichts war. Und dann möchte ich dich hier nie wieder sehen. Gewalt und Pädophilie. Im Nazi-Milieu keine Seltenheit. So finden sich auf einem Rechner des Trios Hinweise auf extreme Sexualneigungen. Ermittler entdecken auf ihrem Rechner kinderpornografische Dateien. Eine bisher unbekannte, dunkle Seite des NSU. Nach Prüfung der Akten ist mir die Häufung derartiger Fälle im Umfeld des NSU tatsächlich aufgefallen. Ich denke, insoweit von einem Netzwerk zu sprechen, ist möglicherweise fast untertrieben. Man müsste eher von einem Sumpf sprechen. Für den NSU war der Freundes- und Sympathisantenkreis lebenswichtig. Hier erhielten sie praktische Hilfe, ideologische Unterstützung.
und die Bestätigung für ihre Taten. Die RAF damals hat offiziell sehr schnell Bekennerbriefe rausgeschickt und hat gesagt, wir waren's. Und haben durch die Berichterstattung eine gewissermaßen eine narzisstische, könnte man sagen, Befriedigung bekommen. Die NSU haben das ja nicht bekommen. Das heißt, es waren ja lange, lange Zeit, wurde von dem damaligen Minister Schily sogar gesagt, es sind keine terroristischen, keine rechtsextremen Hintergründe zu verzeichnen. Das heißt, woher sollten die ihre Befriedigung nehmen? Das heißt, sie haben durch sich selber in ihren Milieus gewissermaßen die Befriedigung bekommen und hergestellt. An das eigene Milieu richtet sich wohl auch das Bekennervideo des NSU, das Polizeibeamte in der abgebrannten Wohnung sicherstellen konnten. In dem selbstproduzierten Comicfilm übernimmt der NSU die Verantwortung für die Attentate. Videoanalyse mit der wohl bekanntesten Forensikerin Deutschlands, Nala Saimi. Sie kennt das Denken der Täter. Die Bewertung der Psychiaterin eindeutig. Es ist eine besonders zynische, verachtende Art und Weise, diese Morde in eine Zeichentrick-Coolness einzubauen. Das kommt so locker flockig daher und da werden so ganz easy Morde hinein montiert, sodass aus diesem Film eine besondere Kälte und Verachtung für die Opfer nochmal hervorgeht. Und das wird zum, man möchte fast sagen, zum ästhetischen Stilelement. Geheimagent Paulchen Panther. Die zynische Selbstdarstellung der Terroristen. Der Psychologe Ulrich Sollmann liefert eine andere Erklärung. Brief- und Bekennervideo sind eher ein Ausdruck des kleinbürgerlich wirkenden Milieus, in dem die NSU sich bewegt hat. Und der Nutzen, also das Nutzen eines Comics, ist nicht unbedingt als Aussage zu werten, als Hohn den Opfern gegenüber oder den Opferfamilien gegenüber, sondern ist eher ein Ausdruck von, ich will dieses Video nutzen, um anschlussfähig in meinem eigenen Milieu zu bleiben. Zwickau, Anfang 2012. Beate Zschäpe steht im Verdacht, die Wohnung des Trios in Brand gesetzt zu haben. Neben Bauschutt stoßen Ermittler auf Computer, Fotos, Waffen und Geld. Unter den Beweisstücken auch Gegenstände, die Mörder ihren Opfern entrissen haben müssen. Der Direktor des Kriminologischen Instituts in Wiesbaden hat sich mit dem NSU auseinandergesetzt. Das Sammeln von Devotionalien getöteter Menschen kennt er von Serienkillern. Wir kennen es neben den Serienmördern noch aus verschiedenen kriegerischen Auseinandersetzungen, dass es immer wieder Soldaten-Rituale gab, von gegnerischen Soldaten auch so etwas wie Trophäen mitzunehmen. Und das ist so aus meiner Fallkenntnis des NSU-Trios durchaus auch schlüssig. Also ich glaube, es geht hier darum, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, welche wichtige Rolle man in diesem politischen Krieg, den man ja selbst so erlebt, einnimmt. In der Privatwohnung existiert eine makabere Sammlung. Fein säuberlich sortierten die NSU-Terroristen Presseberichte ihrer Bombenanschläge und Hinrichtungen. In der Wohnung finden Beamte auch eine Hose. Sie gehört einem NSU-Mitglied. Das Kleidungsstück befleckt mit dem Blut der ermordeten Polizistin Michelle Kiesewetter. Seit Jahren aufbewahrt. Seit dem Mord nicht gereinigt. Dann nimmt man die Ergebnisse seiner Tat mit nach Hause und feiert das gemeinsam. Das stärkt nochmal den Gruppenzusammenhalt. Das schärft auch nochmal die ideologische Ausrichtung auf den Feind. Und es erleichtert dann auch die nächste Tat zu begehen. Aus dieser Buchhaltung des Grauens ziehen die NSU-Terroristen offenbar ihre Selbstbestätigung.
Der Hirnforscher kennt die psychologischen Mechanismen der rechten Attentäter. Für uns außen absurd, aber aus deren Betrachtungsweise ist das eine ganz normale und wahrscheinlich auch eine für sie beglückende. Ihre Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und auch nach Autonomie, dass sie also zeigen können, dass sie was hinkriegen, stillende Bewältigungsstrategie. Also das ist richtig schwierig, das so in eine Ecke zu packen, wo man sagt, das ist was ganz Absurdes, sondern es ist etwas, so arbeiten Hirne. Der NSU ging obsessiv und planmäßig vor. Er suchte sich seine Opfer gezielt aus, bevor er auf Menschenjagd ging. In sichergestellten Observationsunterlagen finden sich rund 10.000 Namen und Adressen möglicher Opfer. In Dortmund ermordete der NSU 2006 den Kioskbesitzer Mehmet Kubacik. Ein dreifacher Familienvater deutsch-türkischer Herkunft. In der Ruhrmetropole wollten die Rechtsterroristen offensichtlich mehr Menschen töten. In den Ausspähnotizen heißt es, gutes Objekt, guter Weg von dort weg. Personal nicht optimal, vorher noch mal prüfen. Guter Sichtschutz. Person gut, aber zu alt. Das ist so dieses Gefühl, ich habe dich schon im Auge, ich weiß, was du tust, ich weiß, wie du lebst, ich weiß, mit wem du umgehst, aber du weißt nicht, dass ich dich beobachte. Also das hat ein bisschen was von einer gewissen Stalker-Lust in gewisser Weise. Es hat auch was Obsessives, also eine gewisse nachhaltige Begeisterung, sich mit dem Thema zu befassen, darf man den Tätern wohl attestieren. Wie die Täter vorgingen, offenbaren weitere Fotos. Sie zeigen Uwe Bönhardt 2003 in der Nähe eines türkischen Geschäfts in Stuttgart. Wie ein Jäger lauert er seinen möglichen Opfern auf, registriert jede Auffälligkeit. Dann gibt es die zweite Seite. Bönhardt mundlos Zschäpe, ihr Privatleben. Und eines wird deutlich, im Gegensatz zum Gerichtsverfahren. Hier redet Zschäpe ohne Unterlass. Frau Zschäpe ist ein kommunikativer Typ. Sie will reden, sie muss reden, gewissermaßen, von ihrem Selbstverständnis her. Aber sie ist auch angewiesen darauf zu reden. Und reden heißt ja nicht nur über irgendeine Sache reden, sondern das Wesentliche ist, dass sie über sich auch reden will. Das heißt, sie will sich selber offenbaren und das ist etwas sehr Typisches von ihr. Und wenn sie unter dem Diktat dieses Prozesses und der anwaltlichen Vorgabe schweigen muss, stellt das einen enormen Stress dar. Und ich kann mir vorstellen, je größer der Stress wird, wodurch auch immer bedingt im Prozess, desto eher kann es wirklich zu einer solch auflösenden Explosion, natürlich in Anführungsstrichen, kommen. Eine erste Explosion gibt es am 18. Juni 2015. Beate Zschäpe schreibt dem Gericht, kündigt das Ende der Zusammenarbeit mit ihren Anwälten an, denen sie, so wörtlich, keinerlei Verteidigertätigkeit unterstellt. Das Verhältnis bestehe nur noch aus Konfrontation. Ein zentraler Streitpunkt? Die Verteidigungsstrategie zu schweigen. In ihrem Brief kündigt Zschäpe nun an, sie sei mit dem Gedanken beschäftigt, etwas auszusagen. Die privaten Einblicke. Sie zeigen, Deutschlands bekannteste Rechtsterroristen waren Kriminelle, die Kinderpornos sammelten. Ob Beate Zschäpe im Sinne der Anklage auch des Mordes schuldig ist, muss jetzt das Gericht entscheiden.